Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge haben wir Markart vorerst gerettet, doch Verandis hat noch eine neue Quest für uns. Ich weiß, dass ihr nur einen kurzen Moment des Friedens hattet. Doch ihr müsst eure Jagd nach Rade al-Saran mit aller gebotenen Eile wieder aufnehmen. Die Rückschläge werden ihn nicht lange aufhalten. Und wahrscheinlich ist er seinem wahren Ziel näher, als wir wissen. Was ist Radar Alzerans wahres Ziel? Das muss ich noch herausfinden. Aber denkt daran, was er uns bisher gebracht hat: Gramstürme über dem westlichen Himmelsrand, um die graue Schar wieder zu erwecken. Hier hat er die Seelen von Markart geerntet, um das schwarze Herz mit Macht zu erfüllen. Beides große Opfer. Doch ich fürchte, das Schlimmste kommt noch. Was könnte denn schlimmer sein als all diese Tode? Eine gute Frage. Trotz eures Erfolgs dabei, Großkönig Swagrim und Fürstin Belain aufzuhalten, hat die Wiedererweckung des Schwarzen Herzens dafür gesorgt, dass das dwemerische Planetarium von einer furchterregend mächtigen Kraftquelle versorgt wird. Doch zu welchem Zweck? Ich brauche eure Hilfe, um die Antwort darauf zu finden. Ich werde euch helfen. Wisst ihr, wo wir mit der Suche nach Radar Alzaran beginnen sollten? Einen Augenblick. Manchmal kann die Heftigkeit der Ströme, die durch die Finsternis fließen, überwältigend sein. So. Fenorian hat gemeldet, dass die Anführer der Grauen Schar sich nördlich von Markart sammeln. Ich glaube, dass Radar al-Saran dort ist und sie darauf vorbereitet, was noch kommen wird. Die Strömungen fließen durch die Finsternis? Es ist nichts. Ich will den anderen keine Sorgen bereiten. Was auch immer Radar al-Saran im Planetarium getan hat, er verband die graue Schar mit dem schwarzen Herzen. Und das schließt mich ein. Wie die Seelen von Markart vom Herzen verschlungen wurden, ist auch ein Teil von mir in der Leere gefangen. Was hat das zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Ich kann den Puls des schwarzen Herzens spüren. Ein Beben, das stärker wird, wenn das Herz an Macht gewinnt. Doch es hat mich noch nicht verschlungen. Vielleicht kann ich sogar wie Arana und Fürstin Belain Kraft daraus ziehen. Doch das habe ich noch nicht versucht. Finden wir Radar Alzaran. Untersucht das Treiben der Grauen Schar im Vorgebirge nördlich von Markart, bei Ptah Damts. Fenorian wird euch dort treffen. Gwendis und ich werden ins Planetarium von Arcxan zurückkehren. Schließt euch uns dort an, sobald ihr Radar Alzarans Pläne aufgedeckt habt. Was hofft ihr im Arcxan-Planetarium zu finden? Es ist klar, dass das Planetarium eine wesentliche Rolle in Radar al-Sarans Plänen spielt. Doch die Einzelheiten sind mir noch unklar. Das schwarze Herz, das Planetarium, die Gramstürme. Sie sind alle miteinander verbunden. Kleinere Teile eines großen Plans. Da bin ich mir sicher. Ich muss mehr erfahren. Ja. Das werden wir hoffentlich. Ich mache mich jetzt mal auf in den Norden von Markart. So, gut, dass wir den Wegschrein hier schon mal freigeschaltet hatten. Von hier aus sollte das eigentlich nur noch ein Katzensprung sein. Oder ein Zentsche-Sprung. Moment, das ist jetzt rechts von uns. Ich dachte eigentlich, das wären hinten die. Müssen wir Brüder und irgendwie hier Schwester, hoch? wir stehen an der Schwelle Schwarzturm zum durch die Sieg. Leere weht, wird alles, was wir Geht verloren haben, hoch, zurückgegeben. siegreich. Unser Wer an dieses Erfolg kleine bringt die Vögelchen? Erlösung. Richte den Grüße aus. Verdammt! Wir hätten angreifen sollen, als wir die Lyris! Gelegenheit hatten. Meine Befehle lauteten zu warten, Lyris. Wenigstens hat Radar al-Saran etwas zurückgelassen. Warte, seid ihr das, Partnerin? Ich hätte euch etwas früher brauchen können. Ich habe keine Angst vor euch. Und ich könnte dich hier gebrauchen, um die Leute abzuwehren. Lyris, also ehrlich. Ich war so kurz davor, Radar al-Saran meine Axt ins Gesicht zu schlagen.
Wenn Fenn nicht darauf bestanden hätte, dass wir auf seinen Rabenwachtfreund warten, wäre uns dieses Monster nicht durch die Finger geglitten. Wieder mal. Ihr seid auch immer noch auf der Jagd nach ihm, wie ich sehe. Verandis hatte eigentlich mich geschickt. Er hatte nicht erwähnt, dass ihr hier sein würdet. Als Fenn seine Befehle bekam, der grauen Schar nachzugehen, habe ich mich selbst dazu eingeladen, ihn zu begleiten. Entschuldigt meine Laune. Es ist nur so, dass wir diesen Bastarden schon eine Weile folgen und es aussah, als würden wir endlich zuschlagen können. Habt ihr etwas erfahren, während ihr ihnen nachgepirscht seid? Fenn ist derjenige, der fleißig Buch führt, aber Radha al-Saran hat seine Untergebenen und seine verbleibenden Streitkräfte hier gesammelt. Es ist klar, dass er sich zum Zuschlagen bereit macht. Deshalb hat Fennhaus Rabenwacht Bescheid gegeben. Ich wünschte nur, wir wüssten mehr über den Schwarzsturm, den Radha al-Saran erwähnte. Wenigstens ist es eine Spur. Ja, eine Spur, die uns im Kreis herumlaufen lässt. Hört mal, Fenn kann euch mehr sagen. Ich bin mir sicher, er würde gern mal mit jemand anderem sprechen als mit mir. Brillante Konversation ist nicht gerade eine meiner besser bekannten Tugenden, wie ihr ja schon selbst erlebt habt. Könnte dieser Schwarzsturm etwas mit den Gramstürmen im westlichen Himmelsrand zu tun haben? Möglich. Und ich habe unter den Truppen der Grauen Schar auch Hexen vom Eiskapzirkel gesehen. Nachdem wir Svagrim erledigt und die Macht der Grauen Schar im westlichen Himmelsrand zerschlagen hatten, sieht es nun so aus, als würde Radha al-Saran seine Unternehmungen in diesen Teil der Welt verlegen. Was ist mit Fenns Elixier? Konnte es genug für die Jaltürme herstellen? Sie kamen langsam voran, doch das von ihm und der alten Mjolen erschaffene Gebräu war der einzige Grund, aus dem die Jarltümer sich überhaupt wehren konnten. Selbst nachdem wir Radha al-Sarans Plan für Einsamkeit vereitelt hatten, glaube ich nicht, dass die westlichen Jarltümer ohne das Elixier überlebt hätten. Wie geht es Svana? Sie ist lebendig und wohlauf. Sie hat ihre Rolle als Jarl von Einsamkeit besser angenommen, als irgendwer gedacht hätte. Das Volk liebt sie. Trotz allem, was geschehen ist, gibt es neues Leben im Jarltum. Ich gebe es zu. Ich habe Hoffnung für die Zukunft. Sofern wir Radha al-Saran aufhalten können. Was sieht sich Fenn dort drüben an? Das fragt ihr mich? Keine Ahnung. Aber es ist hier und Radha al-Saran war das auch. Von daher würde ich denken, es hat etwas mit dem zu tun, was er plant. Fenn. Was? Oh, entschuldigt. Ich war gerade ganz fixiert auf dieses Erinnerungsstück. Als Verandis sagte, er würde jemanden schicken, hatte ich angenommen, er meint Adusa. Wir sollten eigentlich nichts unternehmen, aber Lyris hatte Angst, wir vertun unsere Chance. Ich glaube nicht, dass wir überhaupt eine hatten, aber verratet ihr das nur nicht. Was ist so interessant an diesem Erinnerungsstück? Abgesehen davon, dass ich denke, dass dieses Teil Radha al-Saran gehörte? Ich spüre eine starke Magie, die auf den Gegenstand gewirkt wurde. Auromantie. Ich erkenne sie wieder. Die Technik erinnert erstaunlich stark daran, was Verandis verwendet. Nicht überraschend, schätze ich. Sie waren schließlich einst Freunde. Was habt ihr sonst erfahren, während ihr der Grauen Schar nachgespürt habt? Nun, nach ihren Niederlagen im westlichen Himmelsrand und im Reik hat sich die Graue Schar neu gesammelt. Die uralten Exarchen sind eingetroffen und haben die Kontrolle über die neueren Truppen übernommen. Wir haben vor ein paar Tagen einen Kurier abgefangen. Er hatte eine verschlüsselte Nachricht bei sich. Konntet ihr die verschlüsselte Nachricht entziffern? Meine Beherrschung des Altjokudanischen umfasst bestenfalls die Grundlagen. Ich hatte angenommen, es ginge dabei um Gramstürme, bis Radha al-Saran diesen Schwarzsturm erwähnte. Ich glaube, er hat etwas Gewaltiges vor. Noch gewaltiger sogar als der Sturm über Einsamkeit. Wir sollten das zu Verandis bringen. Er wartet auf uns am Akzan-Planetarium. Wir werden Verandis treffen? Gleich jetzt? Ja, das wäre wohl sinnvoll, schätze ich. Sehe ich vorzeitbar für euch aus? Passend für eine Audienz beim Grafen? Ich vermute mal, dass keine Zeit für ein Bad bleibt, bevor wir zum Planetarium gehen, oder? Was habt ihr da gerade über Auromantie gesagt? Dieses Erinnerungsstück hat Radha al-Saran zurückgelassen. Es strahlt magische Rückstände aus, die an das erinnern, was Verandis zurücklässt, wenn er Auromantie wirkt. Vielleicht habt ihr schon gesehen, wie er Erinnerungen der Vergangenheit aus etwas hervorlockt.
Ich frage mich, warum Radar al-Saran es hier zurückgelassen hat. Wie es aussieht, wart ihr gut beschäftigt, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Äußerst gut sogar. Ich habe Svana, Jarl Svana, eine Weile unterstützt. Und dann der alten Mjolen und der Magiergilde geholfen, so viel Gramsturm-Elixier herzustellen, wie wir nur konnten. Aber ich konnte nicht noch länger dort verweilen. Seitdem spüre ich der grauen Schar nach. Habt ihr etwas über die aktuellen Pläne erfahren? Nein. Aber ich hoffe, Graf Verandis kann etwas in diesem verschlüsselten Brief finden. Er sollte sich mit uralten Sprachen besser auskennen als ich. Ich konnte diesen Treffpunkt finden. Und ich weiß, dass die Graue Schar sich unter dem Befehl der uralten Exarchen neu gesammelt hat. Ihr scheint es eilig zu haben, Verandis zu sehen. Sollte ich das nicht haben? Ich betrieb gerade anderswo Studien, als ihr beide euch um das lichtlose Überbleibsel gekümmert habt. Und ich habe erst jetzt erfahren, dass er noch am Leben ist. Ich weiß, dass ich das Geschehene nicht hätte verhindern können. Aber ich konnte mich nicht einmal verabschieden. Standet ihr euch nah? Graf Verandis ist fast wie ein Vater für mich. Mehr als jeder meiner Blutsverwandten. Ihn zu verlieren, hat mich sehr geschmerzt. Ich freue mich auf diese zweite Chance, die uns gegeben wurde. Ja, dann... Ist das Graf Verandis? Die Fähigkeit der Seele, zwischen den Daseinsebenen zu reisen, ist gleichermaßen grenzenlos. Fan, was habt ihr getan? Seelen können überall hin. Stellt euch vor, sie könnten ihren Bestimmungsort wählen oder ins Leben zurückkehren. Das ist die Auromantie. Wir sehen ein Bild aus der Vergangenheit. Ja, aber ich muss trotzdem zur Planetariumskammer gehen. Dann würde ich sagen, ich mache mich mal auf den Weg dorthin und sehe euch gleich dort wieder. So, wir sind wieder beim Planetarium. Und da sind die anderen. Nö, da waren nicht die anderen. Hier sollten die anderen sein. Doch, wir konnten dieses Schreiben abfangen. Einen Moment, Fenorian. Die Dunkelheit ist vorüber. Gut, dass ihr dieses Schreiben besorgt habt. Spart euch das Lob für später, Verandis. Was ist geschehen? Es ist nichts. Eine Ablenkung. Unsere Freundin ist eingetroffen und wir dürfen keine Zeit verschwenden. Nein. Graf Verandis scheint nicht ganz er selbst zu sein. Doch er wird mit euch sprechen wollen. Bitte, hört euch an, was er zu sagen hat. Würde ich gerne, aber du standst gerade dazwischen. Das schwarze Herz. Die Anfälle werden häufiger. Jedes Mal, wenn die Ströme anschwellen, ist es, als ob ich mich an die Finsternis verliere. Wir müssen Radar al-Sarans Pläne aufdecken, bevor das geschieht. Vielleicht kann diese verschlüsselte Nachricht uns mehr über den Schwarzsturm verraten. Könnt ihr die Nachricht entschlüsseln? Ich sehe, dass Radar al-Saran seine Muttersprache verwendete, um die Nachricht zu verschleiern. Aber ich erinnere mich noch gut an seine Sprache und die Verschlüsselungen der Grauen Schar. Das ist keine Depesche. Es ist ein Brief an mich. Verhöhnt er uns? Nein, er versucht mich zu überreden. Mich zu überzeugen, dass sein Weg der richtige ist. Zu beweisen, dass der Traum, den wir einst teilten, zum Greifen nah ist. Der Brief umreißt kurz gesagt das Rezept für Radar al-Sarans Schwarzsturm. Können wir ihn damit aufhalten? Nicht allein damit. Er will, dass ich seinen Schritten folge. Ich soll sehen, was er sah, und die Wahrheit dessen erfahren, was er verspricht. Doch wenn ich das tue, werde ich auch erfahren, wie man ihn aufhält. Er zeigt mir die Kehle, darauf vertrauend, dass ich nicht zubeiße. Doch das muss ich. Wohin sagt er, dass ihr gehen sollt? Ich soll einen Ort im Rake suchen, an dem das Land von Tamriel weggerissen wurde. Dann muss ich die Leere durch die Augen der Nachttiefen studieren. Zum Schluss muss ich in Betarzeel mehr über die Schlüsselsteine erfahren. In meiner derzeitigen Verfassung traue ich mir selbst nicht. Werdet ihr an meiner Stelle gehen? Ich werde diese Reise an eurer Stelle unternehmen.
Ich überlasse den genauen Verlauf eurer Reise euch. Doch diese drei werden vorausgehen, um euch zu unterstützen. Lyris reist in die Festung Unterstein, Gwendis ins Nachttiefenarchiv und Fenorian nach Betar Zähl. Ich werde jeden von ihnen am vorgesehenen Ort treffen. Es tut mir leid, dass ich all dies auf eure Schultern laden muss. Doch es ist besser, wenn ich mich von dieser Reise zurückziehe. Ihr könnt das, was Rada al-Saran mir zeigen wollte, mit unverstelltem Blick sehen. Bringt die Geheimnisse des Schwarzsturms in Erfahrung und gemeinsam werden wir Rada al-Sarans Pläne entschlüsseln. Das könnte eine Falle sein. Das ist durchaus eine Möglichkeit, doch ich glaube nicht, dass Rada al-Saran vorhat, mich umzubringen. Noch nicht. Er hat mir etwas zu beweisen. Und dieser Drang wird seiner Hand mehr Einhalt gebieten als jeder Panzer. Jedenfalls denke ich nicht, dass wir den Luxus haben, seine Einladung zu ignorieren. Warum sollte Rada al-Saran seine Pläne gefährden, nur um euch etwas zu beweisen? Rada al-Saran ist ein stolzer Mann. Als ich mich von der Grauen Schar abwandte, hat ihn das tief verletzt. Er will beweisen, dass ich falsch damit lag, ihn anzuzweifeln. Was er nicht versteht, ist, dass ich niemals angezweifelt habe, was er erreichen könnte. Ich fürchtete nur, welchen Preis es hätte. Seid ihr sicher, dass es eine gute Idee ist, euch hier allein zu lassen? Wenn dies eine Falle ist, seid ihr es, die hineintappen wird. Doch falls Rada al-Saran zum Planetarium zurückkehrt, während ihr weg seid, werde ich euch so viel Zeit erkaufen, wie ich nur kann. Bis dahin gibt es Dinge, die ich noch erledigen muss. Was habt ihr vor, während wir weg sind? Ich werde das Herz und das Planetarium studieren. Ich möchte versuchen, genug darüber zu erfahren, damit wir das, was auch immer ihr bis dahin entdeckt, nutzen können. Und ich behalte mich selbst im Auge. Ich muss sicherstellen, dass ich diese Dunkelheit kontrollieren kann und nicht von ihr kontrolliert werde. Ich habe Fragen zu unserer Suche. Ja, natürlich. Rada al-Saran hat in seinem Brief nicht alles offenbart. Doch wenn es etwas gibt, was ich euch beantworten kann, werde ich das tun. Was ist dieses Land, das von Tamriel weggerissen wurde und das Lyris und ich für euch finden sollen? Das ist mir ebenso ein Rätsel wie euch. Doch Rada al-Saran hat uns einen Hinweis gegeben. Er sagte, es wäre ein Ort im Raik. Wen könnte man besser nach diesem Teil der Welt fragen als Ar-Kadach? Trefft Lyris in Markarth und er sucht den Ard um Rat. Also spontan würde ich mal sagen, das könnte die verlassene Stadt oder wie das hieß sein. Was meint er damit, die Leere durch die Augen der Nachttiefen zu betrachten? Ich kann nur mutmaßen, doch wir wissen, dass der Nachttiefen-Clan durch das Schwarze Herz in enger Verbindung zur Leere stand. Es ergibt Sinn, dass sie es im Laufe der vielen Jahre, in denen sie es versorgt hat, studiert haben. Mir ist in ihrer Festung ein Archiv aufgefallen, als wir dort waren. Also sollte ich mit Gwendis in das Nachttiefenarchiv gehen? Ja, wir werden erfahren, welche Geheimnisse sie auf dem Höhepunkt ihrer Macht zusammengetragen hatten. Ich hoffe nur, das Archiv hat die Jahrhunderte besser überdauert als der Nachttiefen-Clan selbst. Wie passen die Schlüsselsteine in die Pläne der Grauen Schar? Wir wissen, dass Rada al-Saran einen Schlüsselstein brauchte, um diese Kammer zu betreten und das Planetarium auf das Schwarze Herz auszurichten. Geht nach Betar Zähl. Fenorian wird euch helfen, die Geheimnisse der dwemerischen Schlüsselsteine zu entdecken. Ich hätte weitere Fragen. Ich werde antworten, so gut ich kann. Doch jeder Augenblick, den wir zögern, lässt uns einen Schritt weiter hinter Rada al-Saran zurückfallen. Okay, dann halt eben nicht. ich gehe erstmal hier raus und dann sehen wir uns gleich beim ersten Zielort wieder. So, irgendwo hier um die Ecke müsste Gwendis stehen. Hier drüben. Die Nachttiefenfeste ist gleich dort vorn. Okay. Die Nachttiefenfeste ist diesen Weg entlang. Das Archiv sollte gleich dort drin sein. In den Schriften, die wir bei Fürstin Belain geborgen haben, hat sie ein Nachttiefentestament erwähnt. Das ist wahrscheinlich das, wonach wir suchen. Passt auf euch auf. Dieser Ort ist gut bewacht. Womit haben wir es zu tun? Nun, hier wimmelt es von Nachttiefen-Vampiren. Nicht nur die geistlose, gruselige Sorte. Manche scheinen auch mit neuer Kraft versehen worden zu sein, als das Schwarze Herz erwachte. Sie patrouillieren in Schichten auf den äußeren Zinnen. Nur eine Tür, um rein und raus zu gehen. Sie ist verschlossen, aber sie haben Schlüssel.
Also nehmen wir einer der Patrouillen ihre Schlüssel ab. Ihr habt es verstanden. Ich konnte ihr Kommen und Gehen nicht genau verfolgen. Ich kann also nicht sagen, welche Vampire Schlüssel haben. Sie anzugreifen könnte ungewollte Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Wenn ihr einen unauffälligeren Weg an ihnen vorbeifindet, nur zu. Alles klar, ich werde einen Weg in die Festung finden. Denkt daran. Besorgt die Schlüssel von den patrouillierenden Vampiren oder findet einen anderen Weg hinein. Auf jeden Fall sollten wir in die Archive gelangen, dieses Nachttiefentestament finden und dann zu Verandis zurückkehren. Verstanden? Ich werde in der Zwischenzeit alles ausspähen und dann zu euch stoßen. Warum meint ihr, wir sollten nach diesem Nachttiefentestament suchen? Rada al-Saran will, dass Verandis die Lehre durch die Augen der Nachttiefen studiert, oder? Laut Fürstin Belains Aufzeichnungen findet man die Geheimnisse, um die Macht des Schwarzen Herzens, die Macht der Lehre, zu bändigen, auf den Seiten jenes Buches. Es liegt eigentlich auf der Hand. Und ihr seid sicher, wir finden es hier? Nein, aber wir fanden es nicht, nachdem ihr Fürstin Belain erschlagen hattet. Wir wissen, dass sie Rada al-Saran nicht vollkommen vertraut hat. Also wo sonst sollte sie es sicher verwahren? Wenn es nicht hier ist, weiß ich nicht, wo es sonst sein könnte. Na gut, Ich bin weg. Wenn ich etwas sehe, was helfen könnte, gebe ich euch Bescheid. Geht die Mauer des Nachttiefen. Das sind aber keine zwei Varianten. Nee. Im Endeffekt muss ich mit denen kämpfen, so wie ich das mitbekomme. Wollte ich jetzt eigentlich nicht rum? Oh ja, spring nicht drüber. Du folgst mir ja sowieso. So, was haben wir denn hier? Seht doch, wie hoch dieser Niederwurz wächst. Ob er wohl unser Gewicht trägt? Das werden wir jetzt austesten, nachdem ich den Runenstein genommen habe. Toll. Ich dachte, ich kann die Gegner umgehen. Und oben sind auch welche. Oh ja, natürlich. Und ihr greift mich ja sowieso an, wenn ich da auf der Tür laufe. Steckt eure Waffen weg. Das ist ein Tentakel der grauen Schar. Wahrscheinlich suchte er dasselbe wie wir. Was ist das da neben ihm? Das war nicht so schwierig, wie ich erwartet hätte. Betreten wir das Archiv. Los geht's. Ein Versprechen und eine Warnung an den, der dieses Archiv führt. Ihr seid gesegnet. Denn euer Wissen um das Schwarze Herz und die Lehre bedeutet, dass ihr von Nutzen seid für mich. Oh, Leute, geht mir nicht auf die Nerven, Mann. Ich bin hier was am Lesen. Basti, kannst du dich mal um dieses blöde Viech da kümmern? Ihr seid von Nutzen für mich. Es muss dem Überbringer dieses Sendschreibens gestattet werden, Passagen aus eurem Testament abzuschreiben, die für meine Interessen relevant sind. Ich biete euch ein Versprechen. Kommt meiner Forderung nach, dann werde ich euren Clan zu wahrer Größe führen, wenn ich diese Welt neu schmiede. Ich biete euch eine Warnung. Das habe ich doch schon mal gelesen. Solltet ihr meinen Pentarchen den Zugang zu euren Archiven verwehren, sollte ihm etwas zustoßen, dann werde ich euch solche Qualen auferlegen, dass sogar Sterbliche ob eures Leides weinen werden. Eure Fürstin ist tot. Vergeudet meine Zeit nicht mit Prahlereien. Dafür fehlt mir die Geduld. Rada al-Saran. Für eine Bibliothek ist die Beleuchtung hier schrecklich. Hey, ich wette, wir sind deswegen hier. Das wäre geschafft. Hey, warum leuchtet denn das Erinnerungsstück hier drüben? Gott, ich bekomme den Geruch ihres Blutes nicht von den Händen. Ihr wisst, es war ein Akt der Gnade. Ich habe sie ruiniert, Rada. Ihren Körper, ihre Seele. Ich spielte Gott und Lysolda zahlte den Preis. Ich bin ein Narr. Ein Narr sagte einmal zu mir: Es gäbe keine Verdammnis, sondern nur Seelen, die die Hoffnung verloren haben. Das ist nicht gerecht, Rada. Ihr wart so überzeugend, dass ich dem nichts entgegnen konnte.
Ihr habt unser Versprechen nicht vergessen, hoffe ich. Wir werden zusammen nach Erlösung streben. Danke, Rada. Verandis hält jeden auf Abstand. Ist das der Grund? Auch wenn Verandis uns von seiner Zeit bei der Grauen Schar erzählt hat, ist es doch irgendwie verstörend, ihn und Rada al-Saran in diesen Erinnerungen zusammenzusehen. Auf jeden Fall haben wir, weswegen wir gekommen sind. Wollen wir hoffen, dass dieses gruselige alte Buch uns dabei helfen kann, den Schwarzsturm aufzuhalten. Was soll ich als nächstes tun? Ihr solltet euch mit Lyris und Fenorian treffen, um jene Teile dieser Suche abzuschließen. Geht nach Betazel oder zur Festung Unterstein, falls ihr noch nicht dort wart. Ihr müsst das Verandis abnehmen und den Rest der Hinweise finden, die Rada al-Saran hinterlassen hat. Was haltet ihr von der Erinnerung, die wir gesehen haben? Ich finde es ungeheuer verstörend, wie Verandis und Rada al-Saran sich offenbar vertragen wie zwei Eicheln am selben Baum. Allein schon, sie zusammen zu sehen. Kein Wunder, dass Rada al-Saran meint, Verandis von seiner Denkweise überzeugen zu können. Ja, okay. Ich weiß noch nicht genau, was das nächste davon ist, aber wir sehen uns dann gleich beim nächsten Zielpunkt wieder. So, und zwar wäre das jetzt hier oben beim Wegschrein von Drua Dachberge in der Nähe. Da ist nämlich das Verlies, sage ich mal, mit dem unaussprechlichen Namen. Achso, ich muss hier drauf. Oh ja. Geh da bloß nicht drauf. So. Er ist schon drin, so wie es aussieht. Und ich muss wieder durch das ganze Verlies durchlaufen, bis ich dann am Zielort angekommen bin. Ich liebe es nicht. Ja. Hier ist ein Truhen. Ich weiß, beim ersten Mal habe ich ziemlich viel liegen gelassen. Boah, ich hasse diese blöden Fallen. Ja, ja. Ich bin gerade etwas irritiert. Ich möchte es noch nicht laut aussprechen. Aber die ganzen Gegner sind weg. Jetzt habe ich es gesagt. Jetzt kommen sie garantiert wieder. Moment. Ah ja, ich wusste es doch nicht wieder welch. Ich hab's doch gewusst. Ich kann nur hoffen, dass ich jetzt hier richtig rumlaufe, weil sonst habe ich gleich ein Problem. Hier geht gleich wieder irgendwo eine Falle an. Ne, das sind erstmal die. Die Falle ist gerade schon ausgelöst worden. So. Ich habe interessante Entdeckungen gemacht, während ich wartete. Ja, ich wusste es. Irgendeiner folgt mir immer und unterbricht mich dann auch beim Sprechen. So. Betazel ist wesentlich intakter als die wenigen anderen Dwemer-Ruinen, die ich je besucht habe. Ich habe eine Kammer entdeckt, die etwas mit den Schlüsselsteinen zu tun hat. Doch intakter heißt noch lange nicht vollständig intakt. Der Pfad vor uns ist versperrt. Wenn der Weg versperrt ist, wie kommen wir dann zu dieser Kammer? Das ist genau das Problem. Meine vampirischen Fähigkeiten machen die Durchquerung lächerlich einfach. Doch ihr würdet mir nicht folgen können. Ich glaube allerdings, dass mir eine Lösung eingefallen ist. Möglicherweise. Theoretisch. Wie sieht eure Idee aus? Mir sind zahlreiche leeren Portale aufgefallen, die über Betazel verstreut sind. Soweit ich weiß, seid ihr und Verandis schon zuvor auf sie gestoßen. Ich bin kein Experte für Teleportation, doch diese sollten es euch erlauben, die Ruinen zu durchqueren und einen sicheren Weg zu finden. Ich habe schon leeren Portale genutzt. Ich werde einen Weg zu der Kammer finden. Darf ich vorschlagen, dass wir erst versuchen, das leeren Portal an der Spitze des Turms zu erreichen? Es scheint ein guter Aussichtspunkt zu sein, um den Aufbau dieser Ruine zu überblicken. Ich bin mir sicher, dass ihr euch in Windeseile einen Weg überlegt habt, an dieser Blockade vorbeizukommen.
irgendwelche anderen Ratschläge dazu, wie man die Kammer erreicht? So wie Verandis es mir erklärt hat, ziehen einen die leeren Portale gewissermaßen zu ihrem Standpunkt. Es sollte also nur eine Frage von Versuch und Irrtum sein, einen brauchbaren Pfad zu finden. Solange es ein leeren Portal in der Nähe unseres Zielorts gibt, solltet ihr kein Problem haben. Dann lasst uns einen Pfad zu dieser Kammer finden. Ja, und ich gehe mal davon aus, dass das hinter ihm extra angezeigt worden ist, weil ich den als erstes nutzen soll. Es hat geklappt. Ich meine, natürlich hat es geklappt. Ich warte mal. So, Moment. Hier ist eine Tür. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo ich eigentlich hin will, aber... ist auch nichts, oder? Wenn ich jetzt dahin gehe, gehe ich wieder zurück. Ich muss eigentlich, ja, wo muss ich denn eigentlich hin? Genau auf die andere Seite, ne? Das Problem ist, dass ich da überhaupt nichts sehe. Ja. Das ist ja toll. Basti, kümmere dich mal eben drum. Oh, jetzt geh mir nicht auf den Sack. Ich muss mal eben gucken, wo ich hier überhaupt... Ah, da. Ja, ja, ja. Wo ich hier überhaupt entlang kann, wollte ich gerade sagen. So, Moment. Darüber. Darüber. Gerade konnte ich es noch anvisieren. Boah. Das ist aber hier Sisyphus-Arbeit, ne? Mit dem Anvisieren. Zack. Müssen wir jetzt da hin oder müssen wir da in die Mitte hin? Ich bin mir gerade nicht sicher. Muss höher? Nee, aber ich muss da in die Mitte hin, nehme ich an, oder? Nicht hier hin? Ich muss da oben hin. Na. Ich war sehr zuversichtlich, dass ihr nicht in eine grenzenlose Leere gesaugt werdet. Das Repositorium ist gleich durch diese Tür. Mhm. Sehen wir, was wir finden können. Das sieht aus wie irgendeine Art Herstellungswerkzeug. Ja, und wieder eine Erinnerung. Soll ich mit dir nochmal reden? Noch mehr Auromantie. Und Stärke noch dazu. Radar Alzarans Magie könnte noch mächtiger sein als die von Verandis. Nein, was denke ich denn da? Sie ist wahrscheinlich nur anders. Oh, es gibt sicher einige, die mächtiger sind, also mächtigere Magie haben als er. Ist Hallo? Das realisierbar? Nein, Radha, nur eine vage Möglichkeit, doch die Seelenbindung benötigte... Wir können unseresgleichen vor den Qualen Kalthafens retten und ihr mäkelt über den Preis dafür? Ist euer Herz so kalt? Selbst wenn ihr unseresgleichen ins Leben zurückholen würdet, hätte Molag Bal weiter Anspruch auf ihre Seelen. Unsere Kontrakte sind unanfechtbar. Ein Hindernis, das wir überwinden. Ihr haltet den Herrn der Unterwerfung für ein einfaches Hindernis? Radha, hört euch doch reden! Das Knie zu beugen, als ich mich stolz hätte recken sollen, war mein größter Fehler. Ich werde ihn nicht wiederholen. Ja, findet das Tamriel entrissene Land. Das ist dann die nächste Stelle, wo wir hin müssen. Die werden wir allerdings erst in der nächsten Folge sehen und nicht mehr in dieser. Bis zur nächsten Folge.
Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.